Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Donnerstag. Ja, heute ist wieder richtig sonnig. Ich hoffe bei euch auch. Im Moment ist wirklich sehr schönes Herbstwetter. Mal schauen, wie es am Sonntag ist. Hoffentlich ist es da auch so. Das könnte den ein oder anderen Unentschlossenen noch animieren, zur Wahl zu gehen in Bayern. Es sind ja noch nicht mal mehr 100 Stunden. Ich habe jetzt noch nicht die genaue Stundenzahl ausgerechnet. Aber gestern waren es exakt 100, glaube ich, so um eins rum noch. Oder um zwei. Können wir uns ungefähr ausrechnen, wie viele es jetzt noch sind. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Was so gestern war, da waren jetzt nicht so brennige Sachen dabei, wo ich jetzt einen riesen Kommentar dazu sprechen muss. Also, dass man weiterhin dabei ist, die deutsche Autoindustrie zu zerstören durch irrwitzige Grenzwerte. Und wie ich das schon gelesen habe, das kommt dann heute, hat VW schon wieder gewarnt vor Massenentlassung, wenn diese Sachen so umgesetzt werden. Aber das ist ja egal. Hauptsache, die Grünen haben wieder ihre Grenzwerte durchgesetzt. Und die im Hambacher Forst zu so ein paar 50.000 von 80 Millionen in Deutschland haben wieder Massenmedien wirksam getan, als ob sie die Bevölkerung verkörpern. Ja, wollen wir uns nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Heute kommen wir zum Jahr 1916, der 136. Geschichtsstunde von Egon. Ich habe jetzt lange überlegt, ich muss mal schauen, wie ich heute durchkomme, weil es genau 7 Doppelseiten sind. 4 und 3 könnte ich machen, aber irgendwie kommt mir immer 4 ein bisschen lang vor, wenn man noch ein paar Kommentare dazwischen unterbringt. Deswegen werde ich eventuell 3, 2, 2 machen. Da wären es zwar anstatt 2, 3 Teile, aber es wird halt nicht so lang. Wir werden sehen, wie ich heute noch 3 Doppelseiten, wie die Zeit ist. Sollte es noch passen, mache ich doch 4 und 3. Sollte es dann schon noch 3 Doppelseiten zu viel Zeit sein, dann teile ich es auf 3, 2, 2 auf. Ja, wollen wir mal schauen, wo habe ich meine Lupe? Die haben wir hier. Noch ein Käffchen will ich euch heute leider nicht da. Weil das Dumme ist, ich dachte, ich habe noch mehr drin in diesem Tetra-Pack, diese Pappdinger. Da siehst du halt nicht genau, wie viel drin ist. Früher gab es schöne Glasflaschen. Dann hat man das genau gesehen. Und dadurch habe ich gedacht, ich habe noch genug da. Muss man dann morgen noch mal was Nachschub holen. Auch mit Kaffee geht's auch. Ja, da wollen wir mal schauen. Gestern hatten wir geendet, wie gesagt, mit dem Jahr 1915 und dem Fokus Heiligabend im Feld. Und heute geht es, wie gesagt, mit dem Jahr 1916 weiter. Und da als erstes eine Randbemerkung vom 8. Januar 1916. In Berlin wird eine Ausstellung von Wiener Künstlern eröffnet, die unter anderem Werke von Gustav Klimt und Oskar Kokoschka vorstellt. Ja, da war sogar noch normales Leben möglich, zumindest für die, die Geld hatten. Weiter geht's am 12. Januar 1916. Kaiser Wilhelm II. Ordnet an, auf Feierlichkeiten anlässlich seines Geburtstages zu verzichten und stattdessen Liebesgaben für die Soldaten zu sammeln. 15. Januar 1916 von Berlin nach Konstantinopel. Von Berlin fährt erstmals ein durchgehender Zug nach Konstantinopel. Der Balkan-Express verlässt am Morgen um 7.20 Uhr den Anhalter Bahnhof und erreicht 2 Tage später, am 17. Januar, pünktlich um 19.40 Uhr die Hauptstadt des Osmanischen Reichs. Die Bahnverbindung zwischen Deutschland und dem Osmanischen Reich hat große wirtschaftliche und politische Bedeutung. Erst seit der Eroberung Serbiens 1915 gibt es eine direkte Landverbindung zwischen der Türkei und ihren Verbündeten in Mitteleuropa. Dann haben wir als nächstes noch 2 Randbemerkungen. 17. Januar 1916. Königin Wilhelmina der Niederlande
stattet dem Überschwemmungsgebiet an der Zuider See einen Besuch ab. Bei der schwersten Sturmflut seit 1825 ist der Zuidersee-Damm bei der Insel Marken gebrochen. Tja, gab es auch schon Flutkatastrophen. 1916. Wenn heute sowas passiert, gehen sofort bitte die Werte der Grünen nach oben, weil die da draußen ein Weltuntergangsszenario machen. Ja, so ist das leider. Das ist ja wieder, wie ich schon mal sagte, damals war es Fukushima, dieses Jahr war es der heiße Sommer. Ne? Und weil man ja die Deutschen so verblödet hat mit der Klimakatastrophe, fallen die auf jeden Unsinn rein, der da von Grünen und ihren Lobbyisten aus angeblichen seriösen Wissenschaftlern und der Wirtschaft, die davon gut profitiert, verbreitet wird. Ne? Weiter geht's mit dem 25. Januar 1916. Ein Waffenstillstand zwischen Österreich, Ungarn und Montenegro ist das Ergebnis eines dreiwöchigen Feldzuges, der mit der Kapitulation des kleinen Königreichs auf dem Balkan endet. Also da gab's noch hier und da Erfolge zu vermelden. 5. Februar 1916. Auch wieder was aus der Kunstwelt, wobei ich da sagen muss, wenn ich mir das Blut angucke, das ist halt immer die Frage, was ist Kunst? Dada im Züricher Kabarett Voltaire. Das Züricher Künstlerlokal Cabaret Voltaire öffnet seine Pforten. Es wird zum Zentrum des Dadaismus, einer Kunstrichtung, die in ganz Europa Aufsehen erregt. Der deutsche Literat Hugo Ball, Initiator des Unternehmens, hatte alle interessierten Künstler zur Mitwirkung aufgerufen. Das Prinzip des Kabaretts soll sein, dass bei den täglichen Zusammenkünften musikalische und rezitatorische Vorträge der als Gäste verkehrenden Künstler stattfinden. Die Stadt ist von Intellektuellen aus allen Ländern überflutet, führt zum Zusammentreffen verschiedenster Künstlernaturen, denen dennoch eines gemeinsam ist, die Ablehnung des Krieges und der bürgerlichen Ordnung. Einstimmigkeit herrscht unter den Dadaisten auch in der radikalen Ablehnung der bislang gültigen ästhetischen Wertmaßstäbe sowie im Wunsch nach uneingeschränkter Freiheit der Kunst. Ja, hört sich ehrlich so nach potenziellen Grünwählern an, nicht wahr? Und wenn wir das Bild jetzt gleich noch sehen, dann wissen wir, dass das mit Sicherheit so ist. Ne? Der Schriftsteller Hugo Ball im Cabaret Voltaire in einem selbstgefertigten Kostüm beim Vortrag seiner Verse ohne Worte. Ball gehört zu den Mitbegründern des Dadaismus in Zürich. Und jetzt festhalten. Ja. Unter Kunst stelle ich mir was anderes vor. Das ist das ganze Bild. Also nach oben senkrecht lang gezogen ist. Machen wir uns mal den Typ noch ein bisschen näher. Ja. Irre regieren die Welt im Moment besonders. Weiter geht's. Mit dem 6. Februar 1916. Und da kommen wir wieder zum Ersten Weltkrieg. Deutsche verlassen Kamerun. Die Hauptmacht der deutschen Truppen in der Provinz Kamerun tritt auf spanisches Kolonialgebiet über und wird dort interniert. Mit dem Übertritt von rund 900 Deutschen und fast 14.000 einheimischen Soldaten und Trägern mitsamt ihren Familienangehörigen in die spanische Kolonie Rio Muni sind die Kämpfe in Kamerun fast beendet. Nur in Mora behauptet sich eine letzte deutsche Einheit noch bis zum 19. Februar. Dann wird auch dort der Kampf eingestellt. Die deutschen Kolonialeinheiten werden zunächst auf die Insel Fernando Po, in Klammern heute Bioko, Klammer zu, vor der Küste Kameruns überführt. Während die farbigen Kolonialsoldaten dort verbleiben, werden die meisten Deutschen, an ihrer Spitze der Gouverneur von Kamerun, Karl Ebermeier, in Spanien interniert.
Mit dem Fall Kameruns ist die dritte der vier deutschen Kolonien in Afrika verloren gegangen. Zuvor hatten deutsche Truppen in Togo und in Deutsch-Südwestafrika die Waffen strecken müssen. Die Kämpfe in Kamerun hatten bereits unmittelbar nach Kriegsausbruch im August 1914 begonnen. Doch erst nach der Eroberung Togos unternahmen Briten und Franzosen im September 1914 eine größere Landeoperation am Kamerunfluss, die am 27. September zum Fall von Douala führte. Die Entscheidung brachte die im Oktober 1915 begonnene britisch-französische Großoffensive, mit der die deutschen Truppen nach Süden abgedrängt wurden. In der größten und bevölkerungsreichsten deutschen Kolonie in Deutsch-Ostafrika stellt sich die Lage Anfang 1916 noch positiv dar. Die Deutschen profitieren vor allem von der Unterstützung der einheimischen Bevölkerung und vom Reichtum des Landes an Rohstoffen und Nahrungsmitteln. Tja, und heute gibt es so bekloppte grüne Politikerinnen, die meinen, wir müssten jeden, der aus den ehemaligen deutschen Kolonien ist, sofort ja Asyl geben, weil das waren ja mal deutsche Kolonien. Baby, ich glaube, es war der doofe Göring-Eckardt. Du hast eine volle Klatsche, ne? Die Franzosen haben sich das gekrallt, die haben Kamerun ausgenommen und man sollte vielleicht mal die ein oder anderen fragen, die aus diesen Kolonien stammen, die dann übernommen worden sind von Franzosen oder Briten, wer ihnen schlechter getan hat, ob die Deutschen oder die Franzosen oder Briten. Also sollen sie bitte schön alle nach Frankreich und Großbritannien auswandern. Denn die haben die heutigen Zustände in Afrika auf dem Gewissen. Und sie tun ja jetzt momentan durch angebliche UN-Schutztruppen und alles Mögliche, wo sie angeblich von irgendwelchen Führern gerufen werden, um irgendwelche Terroristen zu bekämpfen und bla bla bla, haben sie praktisch ihr Kolonialreich wieder aufgebaut. Ne? Steht zwar nicht mehr drauf, Kolonie, aber im Prinzip haben sie dort wieder die Macht sich zurückgeholt. Ja? Weil die Afrikaner halt nicht in der Lage sind, ihre eigenen Länder ordentlich zu verwalten. Ja, da gibt es ja keine Wahl, die zu Ende geht, ohne dass es dann auch irgendein Bürgerkrieg ausbricht, weil der andere nicht verlieren will. Ja, so sind einfach die Tatsachen in Afrika. Ja, und genau solche Leute holt ihre massenweise ja her. Da wollen wir sehen, wenn Deutschland irgendwann einen Bevölkerungsanteil von 20% Afrikanern hat, wie dann nach einer Wahl eventuell gefeiert wird. Ne? Ja. Weiter geht's. Noch ein Bild davon, 1884 wurde Kamerun zum sogenannten deutschen Schutzgebiet. Die Fremdherrschaft sollte 32 Jahre dauern, in Klammern undatierte Illustration, Klammer zu. Wegen 32 Jahren soll man Kamerun jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft geben, laut Frau Göring-Eckardt von den Grünen. Ja, es war auf jeden Fall eine Grüne. Ich glaube, es war Göring-Eckardt. Null Ahnung von der Geschichte. Aber laufend dummen Sülz erzählen. Da haben wir das Bild. Genauso wie der Linken und der SPD. Der SPD weiß es zumindest, aber die drehen sie sich immer, wie sie es brauchen. Weiter geht's. Mit dem 8. Februar 1916. Lenin im Exil in der Schweiz. Auf einer Veranstaltung im Volkshaussaal in Bern spricht Wladimir I. Lenin über den Krieg und die Aufgaben der Arbeiterbewegung. Lenin äußert in seinem Referat die Überzeugung, dass nach dem Weltkrieg die proletarische Revolution gegen den Kapitalismus siegen werde. Unmittelbar nach der Berner Kundgebung reist Lenin nach Zürich weiter, um dort sein Buch über das Wesen des Imperialismus zu beenden. Lenin, der 1907 zum zweiten Mal, in Klammern nach 1900, Klammer zu, Russland hatte verlassen müssen, war im September 1914 in die Schweiz gekommen. Die Kantonspolizei Bern hatte ihm im März 1915 gegen eine Kaution von 100 Schweizer Franken eine bis zum 25. Januar 1917 befristete Aufenthaltsgenehmigung erteilt. Das Geld war Lenin vom schweizerischen Sozialisten Karl Mohr vorgestreckt worden. Ja. Was interessant ist, vielleicht hat es sogar ist noch keiner aufgefallen,
diese Förderung des Kommunismus und des Bolschewismus, auch wie wir sehen in den damals ja westlichen Staaten, in dem Sinn gab es ja noch nicht, aber in den heute aus heutiger Sicht gesehenen westlichen Staaten, die zeigte nur Wirkung in Osteuropa und in Deutschland. Ne? Die Briten und Franzosen, die sind immer das geblieben, was sie waren. Ja, da wissen wir auch, wer den Kommunismus und Bolschewismus mit großer Vehemenz gefördert hat. Ne? Um das war alles, was deutsch geprägt war und was Deutschland selber betraf, kaputt zu machen. Ne? Weiter geht's mit einem Bild. In der Schweiz entsteht mit der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, in Klammer 1916, Klammer zu, Lenins wichtigste ökonomische Schrift. Da haben wir den Herrn Wladimir und das I-Punkt, was ja immer noch da steht. Iljitsch, wenn ich mich recht entsinne. Wladimir Iljitsch Lenin. Da haben wir den Herrn. Weiter geht's mit der Randbemerkung, ja, zwei Randbemerkungen erst. Mit dem 10.02.1916 zur Verbesserung der Volksernährung richtet das Reichsamt des Innern in Berlin eine Zentralstelle für den Gemüseanbau in Kleingärten ein. Da, wie schnell das alles damals ging. Heute hätte wahrscheinlich die Frau Klöckner gesagt, wir müssen erst den Erntebericht abwarten, bis ein paar Kühe noch verreckt sind. 12.02.1916. Der Vorsitzende des Olympischen Komitees, in Klammern IOC, Klammer zu, Pierre Baron de Coubertin, legt sein Amt nieder und tritt in die französische Armee ein. 21.02.1916, die Hölle von Verdun. Nachmittags um 17 Uhr beginnt die 5. Deutsche Armee mit der Beschießung der französischen Stellungen vor Verdun. Der Chef der obersten Heeresleitung, in Klammern OHL, Klammer zu, Erich von Falkenhayn, hat Mannschaften und Kriegsmaterial in bisher nicht gekanntem Ausmaß vor dem französischen Festungszentrum an der Maas zusammengezogen. Die Schlacht um Verdun, die sich ohne nennenswerte Gewinne bis in den Dezember 1916 hinzieht, wird zum Symbol für die sinnlosen Materialschlachten und das massenhafte Sterben im Ersten Weltkrieg. Die OHL drängt auf eine Vorentscheidung für das Jahr 1916. Die Kriegsgüter, die seit 1915 aus den USA an die Alliierten fließen, lassen auf Dauer eine Materialüberlegenheit Großbritanniens und Frankreichs erwarten. So neutral war die USA. Die Eroberung des stark befestigten Verdun soll den Weg nach Paris öffnen oder mindestens so viele französische Truppen binden, dass deutsche Angriffe an anderen Frontabschnitten erfolgversprechend sind. Für die Franzosen ist die Front von Verdun außerdem als Bahnknotenpunkt und als Ausfallstellung gegen die deutschen Nachschublinien in Nordfrankreich von Bedeutung. Gerade deshalb sieht Falkenhayn in Verdun das geeignete Ziel für seine Ermattungsstrategie, die auf das Ausbluten des Gegners abzielt. Der Angriff auf die Außenforts von Verdun beginnt entsprechend dieser Strategie nach immer gleichem Muster. Die Stellungen des Gegners werden unter Trommelfeuer genommen, dann beginnt ein Vorstoß. Gelingt dieser nicht, wiederholen sich Trommelfeuer und Gaseinsatz, bis die Kräfte des Gegners aufgerieben scheinen. In einem monatelangen erbitterten Ringen wird um jeden Meter Boden, um jede Anhöhe gekämpft. Nach ersten Erfolgen der Angreifer münden die Kämpfe in eine verlustreiche Abnutzungsschlacht mit Trommelfeuer, Giftgasangriffen und Grabenkämpfen. Das verbissen und unter wechselseitig großen Opfern verteidigte Außenfort Douaumont wechselt mehrfach den Besitzer. Nach einer französischen Großoffensive sind die Deutschen im Dezember
annähernd wieder auf ihre Ausgangsstellungen vom Februar zurückgeworfen. Aus deutscher Sicht ist die Schlacht um Verdun ein Fehlschlag. Es ist weder gelungen, die Stadt Verdun zu nehmen, noch konnten die Franzosen entscheidend ermattet werden. Hingegen ist der Blutzoll auf beiden Seiten gewaltig. Nach Schätzungen liegen die deutschen Verluste bei 335.000 Mann. Die französische Seite verliert etwa 360.000 Soldaten. Und hier haben wir ein Bild von dieser Schlacht. Soldaten im Schützengraben in der Schlacht bei Verdun, die sich vom Februar bis zum Dezember 1916 hinzieht. Tja, im Prinzip waren die Amerikaner da schon mit dabei, wie wir gehört haben. So haben die Briten und Franzosen ordentlich mit viel Gewinn, mit Waffen etc. versorgt, was natürlich ein Riesenvorteil für die Briten und Franzosen war. Aber offiziell waren sie noch neutral. Weiter geht's mit dem 4. März 1916. Franz Marc fällt in Frankreich. Wir erinnern uns, das ist der Franz Marc, dessen Bild jetzt wieder ein jüdischer Flüchtling oder dessen Vorfahren Millionen haben wollen für eine angebliche Raubkunst, obwohl er damals nach marktüblichen Preis schon genügend Geld, ich glaube, es war in Chile, erhalten hat. Ne? Dafür ist der Franz Marc uns bestimmt nicht gefallen. Ne? Dass bestimmte Leute reich wären. Franz Marc fällt in Frankreich. Der Schöpfer der blauen Pferde, der deutsche Maler und Grafiker Franz Marc, gerät als Leutnant eines bayerischen Artillerieregiments in einen französischen Feuerüberfall. Er wird durch einen Granatsplitter getötet. Der Avantgardist zählt durch seinen den Impressionismus überwindenden Stil mit geometrisierendem und rhythmisch gegliedertem Bildaufbau zu den bekanntesten Künstlern des Expressionismus. Gut, nun sage ich, mein Geschmack ist es nicht. Hier haben wir noch ein Bild. Kämpfende Formen, in Klammern abstrakte Formen, römisch 1, Klammer zu, von Franz Marc. Neben Wassily Kandinsky ist Franz Marc der Hauptvertreter der 1911 von beiden Künstlern in München gegründeten Gruppe der Blaue Reiter. In Klammern Gemälde Pinakothek der Moderne München 1914, Klammer zu. Na, wenn das mal nicht eine Raubkunst ist, ne? Bestimmt irgendein jüdischer Auswanderer, dem fällt ein, dass der Vorfahr das mal gekauft hat. Und für 5.000 Mark dann weiter veräußert hat, aber das nur tun musste, weil ja die bösen Nazis waren. Weiter geht's mit dem 9. März 1916. Das Deutsche Reich erklärt Portugal den Krieg. Damit befindet sich Deutschland mit 8 Ländern im Kriegszustand. 12. März 1916. In Groß-Berlin wird die Bezugskarte für Butter eingeführt. Erwachsene erhalten pro Woche 125 Gramm. Kinder bis 14 Jahre die Hälfte. So. Deswegen haben wir britische britische Boote versenkt mit U-Booten, weil man uns ausgehungert hat. Ja. 15. März 1916. Der Staatssekretär im Reichsmarineamt Alfred von Tirpitz, Schöpfer und unermüdlicher Propagandist der deutschen Hochseeflotte, erhält von Kaiser Wilhelm II. Seinen Abschied. Hintergrund für den Amtsverzicht ist die Ablehnung des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs, wie ihn Tirpitz gefordert hatte. Tja, hätte man mal auf Tirpitz gehört. Die anderen sind auch ohne Rücksicht auf Verluste gegen uns vorgegangen, das wissen wir alles. Wir waren halt immer etwas zurückhaltender. Hat uns meistens das Genick gebrochen. Dafür sind wir dann aber immer die ganz bösen Kriegsverbrecher danach gewesen. Weiter geht's, der 24. April 1916. Osteraufstand in Irland.
Am Ostermontag entbrennt in der irischen Hauptstadt Dublin durch Mitglieder der Untergrundarmee Irish Volunteers ein Aufstand gegen die britische Herrschaft. Die Rebellen besetzen strategisch wichtige Punkte der Stadt und proklamieren die irische Republik. Die Aufständischen können sich jedoch nur 6 Tage lang halten, ehe britische Einheiten wieder die Oberhand gewinnen. Dennoch wird der Aufstand zum Symbol des irischen Widerstands gegen die britische Regierung. So, das sind all jene, die immer sagen, oh, man muss jetzt was tun, etc. Es bleibt nur die Möglichkeit zu hoffen, dass bei der AfD die richtigen Leute sich durchsetzen und dass es wirklich einen radikalen Wechsel gibt in naher Zukunft und alles dafür zu tun, dass auf demokratischen Wege dieser Bande, die uns jetzt kaputt macht in Berlin, irgendwann in der nächsten Zukunft verschwindet. Weil solche Sachen sind in der Regel, außer Revolution in Moskau, in der Regel immer gescheitert. Ne? Weil erst wenn man selber die Regimenter kommandieren kann, dann kann man auch regieren. Weiter geht's. Mit dem 16. Mai 1916, Nahe Osten aufgeteilt. Und jetzt kommt das Interessante. Ne? So haben sich die Araber vom Herrn Lorenz verarschen lassen. So, ihr habt auf der falschen Seite gekämpft damals, meine Freunde. 16. Mai 1916, Nahe Osten aufgeteilt. Im Sykes-Picot-Abkommen regeln Frankreich und Großbritannien ihre Interessen im Nahen Osten. Nach der geheimen Vereinbarung wird der Nahe Osten in ein britisches, in Klammern Mesopotamien, Klammer zu, heute Irak zum Beispiel, Interessengebiet und ein französisches, in Klammern ruhig an, Syrien, Klammer zu, Interessengebiet aufgeteilt. Deswegen ist auch der Herr Macron nicht unbedingt daran interessiert, dass der Assad an der Macht bleibt. Für das von Frankreich beanspruchte Palästina wird eine Sonderregelung ausgehandelt. Ich höre noch nichts von Israel. Ne? Man hat also schon die Felle verteilt. Ne? Der Hafen von Haifa wird den Briten zugesprochen, die zudem das Recht zum Bau einer Bahnlinie zwischen Haifa und Bagdad erhalten. Tja, die doofen Araber. Ne? Da haben sie sich einen Arsch aufgerissen, um die Türken zu verjagen. Der Osmanen haben gegen uns gekämpft, um die Briten und Franzosen zu unterstützen. Und im Geheimen haben die Briten und Franzosen schon den arabischen Raum unter sich aufgeteilt, wem was gehört. Und daran können wir auch heute wieder erkennen, warum es diese Kriege im Nahen Osten gibt. Es ist natürlich der Amerikaner noch dazugekommen, der damals noch nicht so die Rolle spielte, aber der ja die Briten und Franzosen unterstützt in allen Belangen. Und da wissen wir auch, warum Syrien keine Ruhe bekommt. Ne? Wie ich es immer sage, die Franzosen und die Briten wollen ihr altes Weltreich wieder haben. Ne? Und das wird dadurch gemacht. Offiziell darf man ja nicht mehr Kolonien sagen. Es würde bei der weltoffenen Bevölkerung der Welt nicht gut ankommen. Man schürt dort Konflikte, um dann als Schutzmacht eingreifen zu können. Ne? Und dann sieht es dann irgendwann so aus, wie heute der Irak aussieht, wie Syrien aussieht und nicht auch in Saudi-Arabien, ne? Saudis in Arabien, irgendwann seid ihr auffällig. Ne? Wenn ihr eure, wie sagt man schön, wenn der Moor seine Schuldigkeit getan hat, kann er gehen. Und irgendwann werden sie euch auch platt machen, wenn ihr in eurer Region eure eigenen Leute umgenietet habt, wie jetzt im Jemen. Ne? Auch wenn es vom Glauben her wieder eine andere Richtung ist als euer Islam. Ne? Wie gesagt, was ihr in eurer Region macht, das ist euer Recht, wenn ihr um eure Länder kämpft. Bloß hier habt ihr nichts zu suchen. Tut euch da unten endlich einig werden und seht zu, dass ihr ordentliche eigene Staaten gründet und geht uns hier in Europa nicht auf den Sack. Wir werden kämpfen bis zum Letzten, dass hier der Moslem keine Führerschaft übernimmt. Er hat schon ziemlich weit, ist schon ziemlich weit gekommen, dank unserer Volksverräter von der SPD, von CDU, CSU, von FDP, Linken und Grünen. Die tun euch ja das Tor weit aufmachen. Aber die Zeit ist bald vorbei. Ne? Und dann kommt die Reconquista, kommt dann. Ne? So wie damals in der Iberischen Halbinsel.
ne, wo ihr auch euer Kalifat schon gegründet hattet. Erst mit Handel und bla bla bla. Kurze Kämpfe gab es am Anfang auch. Und dann habt ihr euer wahres Gesicht gezeigt. Jeder, der euer Moslem-Kram nicht mitmachen wollte, wurde geköpft und sonst was. Ne? Ja, weiter geht's. Bloß damals hatten wir noch eine Kirche, die normal war, die dann dazu aufgerufen hat, die Iberische Halbinsel wieder christlich zu machen. Weiter geht's. Mit dem 20. Mai 1916. Eine Kriegsausstellung in Hamburg zeigt unter anderem Beutestücke von allen Fronten, wie Flugzeuge, Geschütze, Munition und Uniformen. Ja, damals war Hamburg noch eine deutsche, normale Stadt. Heute sind sie bunt und durchgedreht. Weiter geht's. 31. Mai 1916. Und ich sehe gerade, sind schon 30 Minuten. Ich bleibe dabei. 3, 2, 2. Also wären es drei Teile. Damit dann heute das letzte. 31. Mai 1916. Schlacht im Skagerrak. Im Seegebiet vor dem Meeresarm Skagerrak in der Nordsee beginnt die erste Seeschlacht zwischen der britischen Grand Fleet und der deutschen Hochseeflotte. Die deutschen Schiffe verlassen um 2 Uhr ihren Stützpunkt Wilhelmshaven. Ihr Ziel ist es, das im schottischen Firth of Forth stationierte britische Kreuzergeschwader, das auf Patrouillenfahrt in der Nordsee vermutet wird, zum Kampf zu stellen. Der britischen Admiralität ist jedoch durch ihre Luftaufklärung bekannt geworden, dass in Wilhelmshaven Vorbereitungen zum Auslaufen der Flotte getroffen wurden. Unbemerkt von den patrouillierenden deutschen U-Booten läuft die Grand Fleet aus. Auf britischer Seite stehen 150, auf deutscher Seite 112 Schiffe zum Kampf bereit. Gegen 15 Uhr sichtet das Flügelschiff der Vorhut des britischen Kreuzergeschwaders, die Galatea, den dänischen Dampfer Ufjord. Um dessen Neutralität zu klären, nähert sich die Galatea, stößt jedoch gleichzeitig auf den Kreuzer Elbing, das linke Flügelschiff des deutschen Flottenverbandes. Zwischen den beiden Kreuzern und den sie begleitenden Torpedobooten beginnt ein Feuergefecht. Um 17:38 Uhr stehen 37 britische, 21 deutschen Großkampfschiffen gegenüber. Die Briten versuchen sofort, die Deutschen einzukreisen. Der deutsche Admiral Reinhard Scheer befiehlt eine Gefechtskehrtwendung nach Steuerbord und weist zugleich seine Torpedoboote und Schlachtkreuzer an, zum Angriff überzugehen. Am nächsten Morgen endet die Schlacht mit einem Patt. 6.094 britische und 2.563 deutsche Seeleute finden den Tod. Und da haben wir noch ein Bild. Der Kreuzer Göben der deutschen Marine, die Schlacht Göben der deutschen Marine. Die Schlacht im Skagerrak ist die größte Seeschlacht des Ersten Weltkriegs. Trotz großer Verluste auf beiden Seiten ändert sie jedoch nichts an der strategischen Gesamtlage. Es ist immer wieder am Ende, wie die Franzosen sagen würden, Remis oder wie wir sagen, ein Unentschieden. Und wie die Briten sagen würden, Deuce. Ja, das war es heute erstmal. Wie gesagt, ich habe jetzt geguckt, wenn ich jetzt noch eine Seite dranhänge, sind wir wieder ein Stück über 40 Minuten. Ja, wir sehen, es tat sich in dem Jahr 1916 einiges. Da war noch nicht entschieden, wer diesen Krieg gewinnt. Wir hatten zwar viele gegen uns und dafür haben wir uns, denke ich mal, recht gut geschlagen. Und leider haben aber die Amerikaner sich am Krieg schon beteiligt, ne? Zwar nicht offiziell, aber sie haben ordentlich einen Reibach dran gemacht, wie sie es bei jedem Krieg machen. Deswegen wollen die Amerikaner alle auf den Krieg kommen, weil das das Einzige ist, was ihre Wirtschaft noch am Laufen hält, ne? Ne? Weil was anderes als Kriegstechnik bringen sie nicht zustande, alles andere haben sie von uns bekommen. Ja, es ist so, ne? Ohne Krieg wäre die USA schon lange pleite, ne? Und ja, man verdient wieder schön dran, indem man die Briten und Franzosen mit dem Besten vom Besten aus Amerika
beliefert, aber offiziell heißt, wir sind neutral. So, ja. Irgendwie müssen wir was richtig gemacht haben, sage ich immer wieder, wenn uns die Franzosen und Briten die ganze Welt auf dem Hals gehetzt haben. Das sehen wir heute immer wieder. Die sich immer als die Guten darstellen, sind meistens die Bösen. Das zeigt sich immer wieder in der Weltgeschichte, aber meistens leider erst viel, viel später im Nachhinein, ja, wenn alles wirklich neutral betrachtet werden kann, was momentan bei bestimmten Kriegen heute in Deutschland vor allen Dingen, aber auch in der Welt noch nicht möglich ist, weil eine gewisse Gruppe wie eine Krake über allem liegt und entscheidet, was wahr und was falsch ist, ne? Was Wahrheit und Lüge ist, durch ihre gut ausgestatteten Medien und Presse, die sich dann Pressefreiheit nennt. Ich sage immer, die Freiheit, Lügen zu verbreiten. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Donnerstag. Hoffentlich bleibt es, wie gesagt, das Wetter so schön, wie es momentan ist. Und ja, ich hoffe, es war wieder lehrreich und hab das eine oder andere dazugelernt oder das eine oder andere wieder aufgefrischt. Und verbleibe wie immer mit: halte die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.